Heute bin ich mal wieder auf Taiwan unterwegs, bei Coverlan. Nach der Pflicht kommt die Kür, so könnte man es nennen. Ich hatte letztens zwei Standards, ist schon ein paar Monate her, mit 46 Volumenprozenten. Die haben bei mir Lust auf mehr geweckt und deshalb habe ich jetzt hier zwei Solisten stehen. Einmal Barrique und einmal Port. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich habe mir gemerkt, Coverlan, fasslastig. Das war schon bei diesen zwei Standardabfüllungen so. Das eine war eine Sherry-Abfüllung, die war schon wirklich Sherry-mäßig der Oberhammer. Und es war alles im Rahmen und hatte einen tollen Sherry-Geschmack. Und das erlebe ich zurzeit leider Gottes oft anders, dass das Ding zwar dunkel wie die Nacht ist, aber geschmacklich dann auch nichts wirklich auf die Kette kriegt. Und dem war, wie gesagt, bei Coverlan nicht. Aber da habe ich mich nur gefragt, warum soll ich noch mehr Geld ausgeben? Es sei denn, man braucht zwingend mehr Alkohol, was ich nicht unbedingt brauche. Das andere war eine Ex-Bourbon-Abfüllung, in der Hoffnung, ein bisschen mehr Brennereicharakter zu spüren. Hatte auch bedingt geklappt. Sehr, sehr starke Vanilletöne hatte ich, glaube ich. Also waren mit die stärksten, die ich jemals in einem Nicht-Bourbon hatte. Sagen wir es so. Auf jeden Fall dachte ich, hey, Mensch, dann machen wir Schritt 2. Alle haben mir vorher gesagt, Peter, mach mal Coverlan, hol dir Solisten. Aber das ging mir zu schnell. Nein, da bin ich noch oldschool. Dann hatte ich gefragt, glaube ich, in dem Video, welche Solisten ihr empfehlen könnt. Und ich glaube, am allermeisten wurde dieser Vino Barrique genannt. Barrique ist ja, glaube ich, eigentlich nur die Fassart. Ne? Aber straft mich da Lügen. Und er hier auch World Whisky Awards, was weiß ich, MTV, Oscar Awards und sowas auch alles gewonnen. Ich glaube, ich habe da mich einmal ein bisschen belesen, weil so eine Ben Bracken Abfüllung sowas hatte, glaube ich. Aber dann habe ich schnell wieder vergessen. Ist für mich nicht so aussagekräftig. Hier steht was drin. Ich hole diese Flasche mal aus dieser Lederverpackung raus. Ganz komisches Dingelchen. Ganz komischen Verschluss hier. Hier drin. Bis jetzt sah das ja alles für euch noch ganz cool aus. Hört mal. Komisches Plastik. Total hart. Also sage ich mal, diese Verpackung ist bestimmt nicht günstig. Aber dann... Oha. Ich glaube, da war früher meine Blockflöte in schönerem Plastik eingelegt. Normalerweise kommt da noch so ein Filz drauf, so etwas stärker. Gut, holen wir sie mal raus. Ist auch schwierig. Hier oben ist so ein Strapsband drin. Das muss man einmal ziehen, dann kriegt man sie unten raus. Und dann bleibt auch schon die Hälfte hängen. So. Das Ding hat hier oben, seht ihr auch in den Fotos, ein, ja, wie soll man das sagen, so ein Siegel, ne? So ein Hologramm-Dingsbums. Aber das kleben sie irgendwie schräg auf. Ich würde es ja hoch machen. Also hier ist es halb durchgerissen, da nicht. Also es klebt so ganz scharf an der Kante und dann ist das Bändchen, was man abzieht, reißt an der Stelle durch, also gibt eine Menge Ärger. Hört auf damit. Klebt einfach von oben nach unten, so wie McKellen das macht. Das funktioniert. Oder ein Highland Park, die teuren, haben das auch. So, Solist. Dann... Ich komme mal jetzt hier, nee, komme ich noch nicht. Ich wollte es hier eben, glaube ich, noch sagen. Hier drin steht nämlich, ich glaube, ich muss noch mal Fotos nachschießen, wenn da nachher irgendwie eins dazwischen ist, was nicht passt. Meine Kamera, so schön die neue auch ist, ich habe es irgendwie nicht gemerkt, sehr wahrscheinlich, weil das so vertieft da drin ist. Er hat mir immer die Flasche scharf gestellt, aber nicht den Text. Und hier stand eben, also amerikanische Eiche. Oder es steht hier nur Weißeiche, aber es ist in meinen Augen amerikanische Eiche. Ja, und dass die 2 Jahre getrocknet wurde vorher. Ich denke mal, was weiß ich, bevor das Fass gebaut wurde oder nachdem das Fass gebaut wurde, dass es 2 Jahre ja reifte, für sich aus sozusagen. Und dann wurde es eben, wo stand das denn, mit den weltbesten Weinen belegt. Ja. Aber wo die herkamen, kamen diese Weine, das steht jetzt hier nicht.
Ja, nur weltbesten Wein. Okay. Und dann ist es schwierig, das Ding auch zuzukriegen. Also passt auf, wenn ihr so ein Ding habt. Wirklich richtig drücken. So. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Hier steht dann so eine Fassnummer. Und ich habe mal in einem beim deutschen Händlervideo gesehen, dass dann die zweite und dritte Stelle, ich hoffe, ich werfe nichts durcheinander, das Jahr angeben soll, in dem es gebrannt, also abgefüllt wurde, sagen wir es so. Macht ja irgendwo auch Sinn, das da drin zu verschlüsseln, gerade bei so einer riesigen Nummer. Hier haben wir die 13 und hinten auf diesem hässlichen Aufkleber steht ganz leicht oben drüber. Mensch, ich kann es jetzt hier nicht sehen. Ich nehme meine Karte. Beim Barrick. Steht abgefüllt 27.10.2017. Macht dann, wenn wir Glück haben und das jetzt nicht ganz spät im Jahr 2013 abgefüllt wurde, 4 Jahre. Kostet 130 bis 140 Euro. Stand September 2021. Gut, ich mache jetzt gleich mal hier weiter, damit wir das abgearbeitet haben. Dort habe ich bei der Fassnummer die 12 stehen. Also ein Jahr älter, aber aufgepasst, abgefüllt wurde er erst am 24.03.2020. Also dann gleich auf einmal fast doppelt so alt. 7, eventuell sogar 8 Jahre. 110 bis 140 Euro habe ich ihn gefunden. Ja, ob das stimmt mit dieser Fassnummer, kann ich euch nicht sagen. Ich meine, hinten steht drauf, wann da abgefüllt wurde, das wird stimmen, aber ob das da vorne das Jahr ist, wer weiß. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ihr wüsst es, ich erzähle jetzt keine langen Coverland-Stories, dass da die Whiskys einfach unter den klimatischen Bedingungen viel schneller reifen. Ich nehme vom Wein jetzt eine Nase. Das ist unverdünnt. Ich habe noch weiter an den Seiten verdünnt stehen, denn wir haben hier 56,3, was ja noch geht, also irgendwo geht, und 59,4. Naja. Wie machen wir es? Ich fange mit dem höherprozentigen an, weil da kommt in der Regel oft, sind sie verschlossener und kommt nicht ganz so viel durch. Farben habe ich gemacht, ne? Genau, blende ich ein. Beim Fotografieren, aber das ist dann oft so, sahen sie gleich oder ähnlich aus. Mal gucken, wie es auf dem großen Monitor dann beim Schneiden wirkt. Ja, wie soll man das sagen? Es erinnert mich so ein bisschen an Portwein im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich merke da gerade keinen Whisky mit einem Portwein-Einfluss oder einem starken Portwein-Einfluss, sondern ich merke Portwein. Und es kommt mir eher so vor wie ein extrem stark abgefüllter Portwein, auch wenn es das nicht gibt, als dass ich jetzt an einen Whisky denken muss, zwangsweise. Was er aber hat, und das erinnert mich gerade an diese Ex-Bourbon-Abfüllung, jetzt aus dem Gedächtnis von vor, boah, was weiß ich, wie vielen Monaten. Starke Vanillenote und blumig. Blumig, floral. Und dann kommt, ja, Portwein. Sehr, sehr viel Süße. Leichte Weinnote, Pflaume. Das erste, was ich habe von der Reinfrucht, ist Pflaume. Zum Glück, wenn das alles irgendwie viermal so schnell reift, ist das Weißeiche. Ich glaube, europäische wäre einfach zu viel gewesen. Ich bin mal gespannt hier bei unseren Weinbarrique. Ne, das hatte ich ja da. Da ist Weinbarrique. Hier muss ich mal gucken. Ich muss ihn ja noch auspacken. So. Komm hier, dass du mir nicht abfällst.
Ich glaube, hier stand gar nichts dabei. Achtung, ich darf keine Flaschen umwerfen, Gläser umwerfen. Hier steht eigentlich nur noch mal was zu Portwein, was Portwein ist. Aber zur Eiche. Eben gut, in portugiesischen Portwein-Barrique-Fässern. Ob das damit dann portugiesische Eiche ist oder... man weiß es, heutzutage kann man es nicht sagen. Aber vom Eindruck kommt es mir eher so vor, bei unserem Port, als wäre das amerikanische Eiche. Er ist ja, wie gesagt, eventuell 7 bis 8 Jahre alt. Da kommt dann nach hinten raus so eine leichte, verspielte, ganz leichte Vollmilchschokolade, die aber irgendwie einen floralen Eindruck hat. Floralen, vanilligen Eindruck. Und Port, Port, Port. Dann auch mit oder Rauch zupacken und ich glaube, dann wird man hinten überkippen. Erstaunlich ist es aber, dass es ansprechend ist. Ich gebe ja zu, dass ich oft in Schottland damit hader. Taiwan hat jetzt keine klassische Whisky-Tradition. In dem Sinne kann man ja nicht sagen, Mensch, was habt ihr aus dem Whisky gemacht? Alles in Ordnung. Aber das, nein, finde ich wirklich gut. Also sie schaffen es irgendwie in diese Spirituose, diesen Portwein massivst reinzupressen. So, dass es ansprechend und wohlwollend aufgenommen wird. Okay, das waren jetzt immer hier noch knapp 60 Volumenprozente. Jetzt nehmen wir mal unseren Barrique. Also wenn das mit diesem Alter stimmt, merke ich jetzt hier gerade bei der ersten Nase noch keinen Unterschied von der Intensität oder dergleichen. Er hat ja weniger Alkohol, 56, also immer noch jede Menge. Ich rudere etwas zurück. Das Holz nach hinten raus ist etwas schwächer. Ob es daran liegt, weil da eventuell europäische Eiche mit dabei ist beim Port oder hier eben die amerikanische Weißeiche dann mit 4 Jahren doch etwas zu wenig Zeit hatte. Auch unter tropischen Bedingungen. Oder ja, was heißt tropisch? Also unter wärmeren Bedingungen. Hier habe ich auf jeden Fall nussige Noten. Also es kommt mir mehr vor wie ein, Entschuldigung, aber wie ein Sherry, wie eine Sherry-Reifung. Nussige Noten. Es gibt davon Sherry-Solisten, ne? Also da gibt es, glaube ich, alles. Also ich habe eigentlich auch nicht gehört, oh, nimm bloß nicht den und den, der ist schlecht. Also das habe ich nicht gehört. Barrique wurde am meisten erwähnt und danach eben Port war auf jeden Fall auch vorne mit dabei. Und dann habe ich mich einfach für die entschieden. Ich kann da, ich weiß gar nicht, wo das beim Wein herkommen soll, aber irgendwie, es erinnert mich an Rosinen. Die Süße ist etwas weniger, gebe ich zu, aber trotzdem starke Fruchtigkeit. Und am Anfang eine gewisse Note, die mich trotzdem an leicht europäisches Holz erinnert. Es ist ein bisschen muffig, es ist ein bisschen nussig. Ja. Dann ist das Holz aber, wie gesagt, ein bisschen schneller weg. Hier merke ich ein bisschen stärker den Alkohol. Vielleicht, weil er nicht so verschlossen ist wie er hier. Okay. Womit fangen wir an? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube mit dem Barrique, weil der Port, wenn er wirklich älter ist und so viel Süße hat, dann nehmen wir ihn hier. So, jetzt haben wir ihn ja auch gleich mal verdünnt. Wird ein bisschen, schmeichelt ein bisschen mehr, ein bisschen cremiger. Auch eine Vanillenote. Ist so ein bisschen schwer, die da rauszukriegen, aber floral habe ich es jetzt hier nicht. In der gleichen Form auf jeden Fall wie beim Port. Meine Rosine ist etwas gewichen, bisschen mehr Beeren, Trauben, ja, ich bin beim Wein. Aber massivst und dunkel.
Wie gesagt, nicht ganz so süß. Dazu hier, also ganz minimal, so ein leicht traubige Säure. Und das Holz ist hinten noch ein bisschen weniger geworden. Ja, schöne Schokonote. Könnte man aber noch ein bisschen besser ausbauen, finde ich. Wenn nicht schon nach 4 Jahren der Rest so, naja, over the top ist. Säuerliches Spiel drin. Der Wein kommt jetzt viel stärker durch, als eben, wo ich noch sagte, erinnert mich so viel an Sherry. Dann setzt diese leichte Schoko-Nussnote ein. Ich weiß, kein Sherry-Fass, aber habe ich da drin. Ein bisschen Anis. Wir sind wirklich so ein bisschen Weihnachtsmarkt damit bei. Ich habe noch etwas. Ich weiß nicht, ob das beim Port fehlte oder ob das hier wirklich nur unser Whisky World Champion hatte. Das ist da auch noch mit drin in der Verpackung. Ich habe es echt noch nicht aufgemacht. Ich mache es auch mal so ab. Vielleicht kriegt man es ja dann wieder da rein. World Whisky Awards. Asiatischer Single Malt. Kategorie Winner und weltbester Single Malt Whisky. Einfach nur mal, damit ihr es gesehen habt. Aha. Notes bräunig. Ja, ich glaube, hier steht auch nicht wirklich was Neues drauf. Überflüssig. Ich tue es mal weg. So. Gut. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ja, wir nehmen noch einen Schluck. Er hat mich jetzt dann doch so ein bisschen vom Geschmack her, von dem aus der Nase, stimmte das jetzt nicht so überein. Da war er, wie gesagt, viel Sherry-mäßiger und jetzt, oder Süßwein, Dessertwein-mäßiger und jetzt habe ich so klassisch Wein. Aber starken Wein. Also auch mit sehr dunklen Aromen, die ich sonst jetzt auch nicht immer habe, aber er ist da als Wein zu erkennen im Mund. Da sind so Ansätze drin von so einem leichten Politurspiel, ein bisschen Leder, aber das kommt nicht wirklich. Sind so diese Ansätze davon, die bringt da nicht durch. Der ist etwas flüchtig im Mund. Er ist jetzt nicht so dieses, boah, super Mund ausfüllend, bleibt hängen, kleben, cremig, sämig, eher so ein bisschen neutral, nennen wir es mal so. Das würde ein Schotte mit höherem Alter aus intensiven Fässern, nenne ich es einfach mal so, anders machen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Boah, weiß ich noch nicht so. Jetzt nehmen wir mal einen Schluck. So, war ja jetzt noch verdünnt. Genau, ihn stellen wir mal wieder zurück. Jetzt den Port. Ganz leicht verdünnt. Ich wollte nur nicht dann mit der Trinkstärke direkt, also was heißt Trinkstärke, mit der Fassstärke anfangen, sondern hier auch die Chance dem Malt geben. Süße Portweinnoten. Etwas runtergefahren als das hier, was ich als rein Portwein bezeichnet habe. Vanille kommt mehr durch.
Also noch mehr diese Vanille und fruchtige Note ist falsch. Florale Note wird stärker. Jetzt, man merkt sofort keine säuerlichen Noten. Also wer die nicht mag aus dem Weinfass, sollte schon mal den Port nehmen. Obwohl das beim Port oft genug auch vorkommt, ne? Ist jetzt nur in der Nase. Nach hinten raus, wie gesagt, wenn er wirklich 7, 8 Jahre alt ist und diese Reifung so schnell funktioniert, dann ist das in meinen Augen auch das meiste amerikanische Eiche. Aber sehr, sehr schön. Sehr rund und stimmig. Es wird überhaupt nicht dunkel, würzig, überwürzig, zu viele Tannine oder die falschen Tannine, sagen wir es mal so. Und das habe ich oft das Gefühl in Schottland, dass heute bei jungen, dunklen, erstbefüllten Fässern die falschen Tannine zu stark rauskommen. Also, so eine massive Portweinnote wüsste ich auch nicht, weil ich die mal in einem Malt hatte. Also so auf den Punkt gebracht. Es gibt ja Portweinabfüllungen von unabhängigen Abfüllern, intensiv von der Farbe her, als gäbe es keinen Morgen. Und dann schüttet man sie ein und sie sind doch irgendwie Larifari. Und dann kommt eine starke Holznote und dann ist er weg. Also so ein Kick und dann ist er weg. Keinen langen Ausklang. Hier habe ich wirklich eine massive Portwein-Fruchtnote. Und er hier wird auch ein bisschen gibt einem das Gefühl von Alter, von Samtigkeit, mundausfüllend. Trocken, ganz leicht trockener werdend im Mund. Ist für mich so eine Mischung aus Orange, Zimt, Trauben, Portwein im Allgemeinen, Beeren. Also da kann man so viel reininterpretieren. So ein bisschen unergründlich, süß, süffig, fruchtig. Und dahinter eine schöne Holzausmalung, die ich ein bisschen besser finde als hier beim Barrique. Sie hat etwas, ich komme nicht drauf. Es ist so eine Mischung aus Nuss, Nougat, Nutella, aber dann verdünnt mit einer Teenote, einer schwarzen Teenote oder so. Aber da das Ganze von der Portweinsüße eingefangen wird, passt das zusammen. Beim Schotten würde ich sagen, ich würde tippen auf ein Wetting, amerikanische Eiche, klein bisschen europäische. Mal nachhin, was ich eben als Teenote bezeichnet habe, ist jetzt so eine Mischung aus Tabak, so einer bitteren Note. Könnte jetzt, wenn man freundlich ist, als zartbitter betiteln, aber. Ja, wir spülen mal. Und der hängt auch voller drin. Also er ist so ein bisschen, vermittelt einen mehr das Gefühl, dass sich da etwas in einem Fass ganz stark ausgebreitet hat, entwickelt hat und omnipräsent dann ist. Obwohl richtiges Alter anders schmeckt. Ja, das noch mal ganz klar gesagt. So. Auch hier noch die Vanille,
wie gehabt mit dieser floralen Note. Kommt jetzt wesentlich stärker, finde ich, durch. Vielleicht habe ich mich jetzt gerade beim Verdünnen dran gewöhnt. Und dann kommt der Portwein. Bisschen Rauch. Hätte ich gerne. Okay, also, sehr kribbelig, pritzelig. Also ich merke sofort die 56%, aber absolut intensiv von den Aromen. Nochmal stärker diese Portnote, das Holz viel intensiver, erinnert mich jetzt wesentlich mehr an europäisches Holz. Sehr trocken werden, also wird sehr trocken im Mund. Sehr wahrscheinlich untermalt von diesem Alkohol, von den Britzeln. Und das Holz spielt viel stärker auf. Gibt jetzt einen schönen Gegenpart zu dieser Hammer-Portwein-Note, die hier auch noch intensiver ist. Es ist vom Portwein her jetzt mehr ein Konzentrat. Also einfach wirklich die pure Form. Und die Holznote fährt nochmal etwas europäischer auf. Sagen wir es so. Also wer Fass mag, hört auf, diese dunklen Suppen aus Schottland zu kaufen, bei der man praktisch immer so eine Art Glückslotterie hat, ob das nicht nur Show und Farbe ist oder ob da wirklich ein gescheites Fass aktiv war. Und geht zu Kavalan, weil, also das muss ich ganz klar sagen, egal was man darüber halten mag, sie bringen dieses Fass in den Whisky und nicht irgendwie nur die Farbe und nur irgendwie Tannine und was ich gerade sagte, in meinen Augen die falschen Tannine. Nee, also das ist dann, also wenn dann so. Kann man bei Kavalan Fässer kaufen? Jetzt mal meine Theorie, eins bei denen liegen lassen. Oder gut, die haben ja selber genug. Und eins nach Europa exportieren und dann hier reifen lassen. Dann füllt man den anderen nach 5-6 Jahren ab und dann wartet man nochmal das Vierfache der Zeit, könnte ich in meinem Leben dann noch hinkriegen. Und dann probiert man beide. Also wenn man dann nicht wirklich Geduld gezeigt hat, weiß ich es auch nicht. So, jetzt der Barrique. Viel mehr eingefangen, auch vom Port. Also ich habe jetzt den Port überall in der Nase. Ich bin mit ihm ja jetzt eben angefangen, da eben ganz logisch 56% und da knapp 60. Aber hier ist er wirklich jetzt sehr verschlossen. Aber auch hier in der Nase, also ich würde im Blind Tasting niemals an ein reines Weinfinish denken. Egal, was ich für starke Weinfinish-Sachen in Schottland hatte. Kilhoman Red Wine Cask hieß das, glaube ich. Das war auch sehr intensiv. Ja, aber da war immer der Rauch dabei, das kann ich da nicht ausblenden. Port Charlotte... ist ja gar kein Port Charlotte, Entschuldigung, Bruichladdich Black Art. Ja, da kommen auch sehr intensive Aromen rein, aber ist einfach Alter drin. Und das muss ich jetzt nochmal sagen, nicht um die Schotten hier irgendwie, weil ich die so toll finde. Ja, ich finde sie toll, aber nicht einfach wegen dem Prinzip, sondern, oder aus Prinzip, sondern es kommt, frag mich noch nicht genau warum, ich müsste vielleicht noch mehr Solisten probieren. Dieses letzte Quäntchen Alter wird nicht so ganz transportiert. Vielleicht, weil es das Alter einfach nicht hat. Ich weiß es nicht. Und ich möchte das auch jetzt nicht negativ ankreiden, aber diese Rechnung einfach, da reift der Malt viermal so schnell, also ist der praktisch dann anstatt 5 Jahre, ist er 20 Jahre.
In meinen Augen nicht ganz. Also kommen spannende Sachen bei raus, definitiv. Eine leichte Mentholnote habe ich jetzt drin, sehr wahrscheinlich durch den Alkohol, leicht kühlend, dazu diese eher Sherry-lastigen Noten. Aber kein Alkoholstich. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was getrunken, ich weiß, aber den habe ich dann sonst doch schon mal. Unterscheidet sich fast noch mehr unverdünnt als eher unverdünnt von dem verdünnten Port. Jetzt ist er ganz nah dran, dass ich sage, das Holz, oder er ist jetzt an diesem Moment, wo ich sage, das Holz ist so gut. Hinten raus ein ganz klein bisschen mehr, da baut er mir zu stark ab, aber auch viel intensiver. Also wenn das aus amerikanischer Weißeiche rauskommt, tolle Holzaromen. Also dann lieber 4 Jahre Turboreifung oder 5 in Taiwan mit amerikanischer Eiche, als was auch immer, was die Schotten zurzeit da machen oder die unabhängigen Abfüller mit diesen erstbefüllten Sherryfässern, wo dann da 8, 9 Jahre irgendwas reinkommt und am Ende sieht es aus wie Cola und das passt irgendwie überhaupt nicht mit dem, was die Augen ans Gehirn senden, mit dem, was man auf der Zunge hat, zusammen. Also dafür Hammer, Hammergerät. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt gedacht, der Port hat jetzt am Ende die Nase vorn, weil er auch so massiv jetzt unverdünnt war. Ich finde es ein bisschen schade, dass die unverdünnt getrunken werden müssen. Muss ich echt sagen. Dafür haben sie so einen hohen Alkoholgehalt, was mir nicht so ganz liegt. Ich finde es in Schottland ganz schön, dass sehr, sehr oft die Abfüllungen mit ein bisschen Wasser eigentlich immer dazu gewinnen. Hier haben jetzt beide, finde ich, abgebaut mit Wasser. Diese leichte Mentholnote geht jetzt rüber in eine süße Fruchtnote. Also jetzt nehme ich ihn auch viel stärker wahr. Eben war er noch so verschlossen, aber ist ja oft so. Eine schöne Kirsche. Kirsche, bisschen Traube. Ich habe fast das Weinfass wieder komplett ausgeblendet, auch wenn es im Geschmack so leicht aufblitzt. Er ist nicht so ausfüllend wie der Port. Das kriegt er nicht hin. Aber generell, der ja nicht so quietsche süß ist wie der Port, sondern jetzt wieder die leichte Weintraubennote nach dem starken Fruchteindruck und dem schönen, schönen Weißeichenholz durchkommt. Ein bisschen tagesformabhängig, aber scheint etwas spannender zu sein. Und hier wirklich der Likör schlechthin. Aber einen klaren Sieger kann ich hier echt nicht küren. Sie unterscheiden sich deutlich und sind doch irgendwie sehr ähnlich. Von dieser floralen Vanillenote habe ich jetzt nicht mehr so viel gemerkt. Aber die hat mich wirklich an meine ersten Abfüllungen erinnert, die ich von Kavalan hatte. Ich bräuchte von denen das Ex-Bourbon oder einmal ein Solist-Ex-Bourbon würde mich echt interessieren. Ja, und dann weiß ich nicht. Sherry, also das, ich glaube, das wiederholt sich dann irgendwo. Aber Ex-Bourbon würde mich noch reizen. Und vielleicht haben die ja ein Hogshead oder was wiederbefülltes Ex-Bourbon. Ja, glaube ich nicht dran. Aber das fände ich dann noch spannender. Okay, ja, also wenn fasslastig, dann Kavalan, so werde ich mir das merken. Und wenn es nicht unbedingt super alt sein muss.
Aber um gegen diese ganze riesige Bandbreite an 8, 9, 10, 11-jährigen Einzelfässern, dunkel wie die Nacht, Sherry, und dann steht da Sherry oder Port drauf, anzustinken, sind die in meinen Augen viel, viel besser geeignet. Okay. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.